Ich denke, in der jetzigen Zeit ist die jetzt völlig überflüssig, zumal es überhaupt keine Sonnenbrille ist. Im Herbst scheint sowieso nicht so oft die Sonne und bei uns war es jetzt ja, mehr oder weniger sehr neblig, kalt und wir hatten auch sogar schon den ersten Frost. Aber es geht ja jetzt mehr darum, was ich im Garten letztens gemacht habe. Und zwar habe ich hier hinten, wie ihr sehen könnt, Steine an meine neuen gebauten Palettenhochbeete angelegt und das soll halt sozusagen als Sonnenfalle dienen. Und genau das ist halt auch meine Intention, einfach die Sonne einfangen, die Wärme speichern, ihre Freude und Harmonie im Garten fesseln für mich und für meine Kulturpflanzen. Und in dem Video möchte ich euch einfach zeigen, warum ich die Sonnenfalle angebracht habe und wie genau ich das bewerkstelligt habe. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und wie gesagt, heute dreht sich es darum, wie ich meine eigene Sonnenfalle gebaut habe und warum ich das gemacht habe. Also grundsätzlich ist es halt so, dass die Vorteile von so einer Sonnenfalle allgemein ist, dass halt wenn die Sonne drauf scheint, die Steine die Wärme aufnehmen und abspeichern und so wärmeliebende Kulturpflanzen wie Tomaten oder Melonen gedeihen dann noch einfach viel besser, weil die Steine auch die Wärme über die Nacht dann auch nach und nach abgeben. Muss aber auch allerdings auch dazu sagen, dass man hier auch aufpassen muss, dass halt auch die Steine recht stark runterkühlen können. Also das heißt, im Winter werden die schneller kühler als als die Erde jetzt zum Beispiel, aber so ganz grundsätzlich, wenn man wärmeliebende Kulturpflanzen anbauen möchte, lohnt sich so definitiv so eine Sonnenfalle. Ich habe auch schon einige Videos gesehen, auch zum Beispiel von den Waldgeistern, wo sie halt eine riesen Sonnenfalle gebaut haben mit zigtausenden von Ziegelsteinen. Und da kann man auch zum Beispiel wunderbar Traubenreben ranbringen lassen, die hochwachsen lassen, weil die lieben einfach solche Sonnenfallen. Und wie gesagt, ich hatte jetzt diese Ziegelsteine und allgemein diese Steine übrig. Ist halt für mich auch so Upcycling-mäßig die Nutzung. Und ja, da möchte ich einfach, ja, wenn die Steine halt hier so ein bisschen rumliegen, einfach so versuchen, so gut wie es möglich in den Garten zu integrieren. Zumal auch ja, die Steine auch eventuell auch für Lebensraum sorgen können, für Insekten, andere wärmeliebende Kleinstlebewesen und sowas ist halt auch immer wieder gut in den Garten zu integrieren. Vielleicht jetzt nicht in der Form von einem Hochbeet, sondern halt auch ganz allgemein irgendwo Ecken anbringen. Oder seine Beete wie zum Beispiel ein Keyhole-Beet mit Ziegelsteinen aufbauen, weil sich halt in diesen Unterschlüpfen auch wirklich Insekten, Echsen und sonstige Lebewesen auch ansiedeln können. Und das ist natürlich auch hervorragend, um ein wunderbares natürliches Gleichgewicht im Garten aufzubauen. Und ja, das sind jetzt zum Beispiel die Gründe, warum ich jetzt hier ja, die Sonnenfalle aufgebaut habe die letzten Tage. Und da schaue ich halt einfach mal weiter, wie sich das so entwickelt. Da muss ich jetzt mal schauen, wo ich ein paar mehr Steine herbekomme. Aber ich kann auch mal so ein bisschen zeigen, wie ich die Sonnenfalle gebaut habe und hoffe, dass sie auch jetzt über den Winter bis zum Frühjahr einfach gut hält. Da möchte ich einfach so meine eigenen Erfahrungen jetzt diesbezüglich machen. Alles klar, dann schauen wir uns ein bisschen die Sonnenfalle im Detail an. Also ich habe jetzt hier zwischen diesen Rillen habe ich die Ziegelsteine aufgelegt als Grundlage, wie ihr hier sehen könnt. Und darauf habe ich dann versucht, die Ziegelsteine aufzustellen und die mit diesen Wegumrandungen, also das sind normalerweise Steine, die mein Vater benutzt, damit er im Rasenmäher, wenn er den Rasen mäht, mit den Reifen leichter an die Ränder rankommt. Und die hat er jetzt einfach entfernt, als wir halt Beete erweitert haben. Und die Steine habe ich jetzt vorne als auch hinten genommen, um ja, die Steine so zu fixieren, damit sie halt nicht umfallen. Was ich auch noch zusätzlich gemacht habe, ist halt dann hier hinten noch ein paar Steine genommen und die sozusagen angelehnt,
damit das halt auch wirklich alles ja, einigermaßen fest ist. Da möchte ich einfach mal schauen, ob der Wind oder sonstiges Unwetter auch dann letztlich die Steine umwirft oder nicht. Habe hier einfach so ein paar Fixierungen ran gemacht und ja, momentan haltet das auch ziemlich gut. Das sind halt so Biberfußdachziegeln. Hier haben sie halt diese Einkerbungen oder so und die habe ich dann auch so beim Aufstellen angelegt, dass die sich sozusagen ineinander einzahnen, damit es nochmal ein bisschen stabiler wird. Und hinten am anderen Hochbeet habe ich ja noch momentan keine Ränder mehr, also diese Randsteine. Und da habe ich jetzt die Steine einfach nur so aufgelegt und das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so. Ich würde die halt auch so gerne aufstellen und dann schaue ich einfach mal, ob ich irgendwie anderes Material, Holz oder sowas habe, damit ich die Steine auch aufstellen kann, weil ich habe ganz schön viele. Aber wenn es halt keine Möglichkeit gibt, dann schichte ich die halt auch so nach und nach auf. Es dient halt auch als Wärmefalle, schaut aber nicht ganz so schön aus. Und das ist halt jetzt hier so ein kleines Video, ein kleines Update, wie ich halt meine Hochbeete ein bisschen ja, updaten möchte. Ich hoffe, es ist halt für den einen oder anderen auch so eine kleine Inspiration und ich würde mich halt auch vielleicht freuen, wenn der eine oder andere auch mal so seine Erfahrung mit Sonnenfallen ja, schildern kann und vielleicht auch selbst eine gebaut hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dazu was in den Kommentaren schreibt. Und sonst würde ich mich natürlich auch über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr meinen Kanal auch kostenlos ja, abonnieren würdet und auch die Glocke drückt, damit halt immer wieder benachrichtigt wird, wenn ich etwas Neues oder ein kleines Update zu meinem Projekt euch mitteilen möchte. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und ich wünsche euch einfach noch entspannte und ja auch ruhige Herbsttage. Ein bisschen zur Ruhe kommen, den Garten walten lassen und ja, sich sozusagen auf die kommende Saison vorzubereiten. Wie ihr sehen könnt, ist schon hier zum Beispiel ja, Küchenabfälle, die ich jetzt nicht in meinem Bokashi drin gehabt habe. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.